Kommst hier hin, guck dir die Scheiße an. Netz nicht aufgebaut, Trainingsbeteiligung im Arsch. Was ist das, Dirk? Das ist schlecht. Hier, für alle, die jetzt den Vlog gucken, ne? Ich mache gerade eine Instagram-Story für Eintracht Spontan. @EintrachtSpontan. Einfach mal abonnieren. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Wir gehen 6-0 und dann ist niemand hier beim Training oder was? Niemand. Also Florian ist da, sieht wunderschön auch übrigens aus. Umberto, denkt jetzt, er hat da Mitte durchgespielt, muss gar nicht mehr trainieren? Michel hat 80 Dinger ins Ausgelötet, ist nicht beim Training. Also sorry, aber ich würde ihn als Kapitän jetzt hinterfragen, ne? Die Frage ist eher, wer soll das sonst machen? Also ich mach's nicht. Ich trage keine Verantwortung in dem Projekt, aber ich trage unsere Sponsoren. Folgendes Problem, Kurs geht raus an Mizuno. Gutes Schuhwerk, aber wir haben nur ein paar Socken, das riecht noch vom Wochenende, also muss ich heute Merch tragen. Ja? Ich habe Glück, dass ich die alte Kollektion von Wilson noch tragen kann, weil die habe ich in meinem Schrank gefunden. Aber guck dir die ganzen Kojoten nochmal an, der da vorne in dem Laden mit drei Streifen, der da hinten kommt auch mit dem Fußballtrikot, der andere wieder in Neon. Flo ist noch responsible hier, der hier, Wilson und Merch. Code. Das ist es, und Code. Was ist mit dir? Badehose? Das ist Nike-Zeichen, die ist nicht mehr drauf, ist okay. Okay. Hier, Jürgen hat es gerade schon nicht gecheckt. Jürgen, was ist jetzt mit den Luxen? Ich check nicht, dass es zu kalt, dass es zu dunkel ist. Wie bitte? Die lumieren sich nicht. Warum sind wir hier? Irgendwas mit Luxen und Lumen soll zu machen. Das ist die Hälfte des Aus, es tut mir weh. Ich weiß aber nicht mehr, worum es geht. Ich bin wirklich planlos. Code Rainer. Die Leute haben sich hier wieder ein Segment von dir gefordert, okay? Du gehst jetzt mic'd ab. Nee. Okay, perfekt. Jürgen, ich hab's auch noch nicht verstanden, Jürgen. Ja, aber ich darf dir den noch nicht zuwerfen. Ich muss denen die zuwerfen. Wer kriegt den denn hin? Ein Federball. Okay. Ich hab's immer noch. Ich weiß nicht, wo der hin muss. Ich weiß nicht mal, was ein Dunkin-Ball ist. Bälle statt Danke-Bälle. Danke-Bälle sind so mit dem Herzen hintergeworfen. Herr, ich sollte doch zu Flo oder Philipp werfen. Das hat er nicht gesagt. Ich erklär's dir, okay? Dirk haut den Ball nicht. Leon haut den Ball ein, Dirk macht das sowieso nicht, ja? Die haben keine Chance zu üben, weil der Ballwechsel vorbei ist. Du sagst, Danke-Ball! Habt ihr gesabbert? Ja, Dirk. Schnelli hatte keine Lust mehr, ich muss übernehmen. Warte. Okay, bin da. Oh Gott. Ah, mein Nackhorn. Oh mein Gott. Nein! Aha, Jürgen. Florian with the bullet. Oh je. Yeah. Oh ja. Send it! Oh mein Gott. Jürgen beim Netz. Geh mal hinter die Linie und guck mal, ob die noch genauso sick kommen. Oh Gott. Premiere. Nix da, Jürgen. Nix da, Jürgen. Olaf Wärmstand zu meinem Endgegner. Okay, jetzt aber. Jetzt wird's eingesaftet, Alter. Sorry, ich hab Jürgen schon wieder reinspringen sehen, ne? Der ist so ein Pisser. Guter Aufschlag, Flo. Der flummiert so weg, dieser Drecksscheißball, Alter. Ding Dates, Alter. Gernhard Reinholz sind 5 Dinger. Kann gar nicht mehr, warum bin ich hier noch? Oh mein Gott! Ja, Jürgen! Oh, durch die Arme, Jürgen, schade. Du warst da. Es ist manchmal so geil. Komplett ohne Technik irgendwie das Brett hingehalten und dann springt er ab. Das ist mein Talent. Oh, nice. Alter! Was ist das für ein Reach? Jürgen, zum Glück war ich nicht als Einziger jetzt hier im Brazzers Club. Oh, yes. Oh.
Je. Alter, mega guter Aufschlag und Scheiß. Alter, Jürgen so unleashed heute. Jürgen ist so da, what the fuck. Jürgen hat auch die zweitmeisten Blocks für unser Team bisher. Alter, wieder perfekter Float. Come on, Jürgen. Oh shit. Viel Spaß. Er ist wieder dran. Das ist All You Can Eat Buffet gerade im Block von Jürgen. So, Leon, herzlich willkommen zum Team. Das ist übrigens Jürgen. Oh ja, moin. Tschüss. War schön mit euch. Geht was trinken. Mann. Kommst du hier und guck dir die Scheiße an. Geht, Jasper. Oh, reicht doch. Der reicht auch. Alter, du machst auf 2 Meter Flugweg 2 Meter Abweichung, Alter. Kann doch nicht dein Anspruch sein. Du hast mal dritte Liga gespielt, du Attrappe. Und wirf dir die Pille nicht immer so flach nach vorne. Da kann ja nie Zug drauf. Kommst du überhaupt ins Aus? Lad doch mal durch. Ziel doch mal Vollgas mit ausgestreckten Ellbogen hinten auf diese Lüftungsteile. Mal gucken, ob du da überhaupt hinkommst. Mit ausgestreckten Ellenbogen. Weil dafür musst du den Ball nämlich hier haben. Und nicht da. Da, so kommst du niemals so weit, ne? Kotrainer? Haben wir letztens noch drüber gesprochen in der Technikanalyse, ne? Weißt du? Kotrainer und ich sitzen da 6 Stunden lang, gucken deine Schläge an, sprechen am nächsten Tag mit dir, machen irgendwelche Korrekturen und du kommst ins Training und setzt dich nicht damit auseinander. Ja, sorry. Wie willst du dann jemals einen Aufschlag weiter als 4 Meter ins gegnerische Feld kriegen? Ah, versuch es da. Ja! Stark, Dirk. Bravo. Gute Arbeit. Dirk kriegt den Ball. Er kriegt doch... Sag mal! Bravo, guck mal, gute Kontakte. Libero, ne? Wenn ich bei Dankeball irgendwann hier zuspielen muss, ne, fange ich den und werfe ihn mir ins Gesicht. Du willst das Ding hier haben. Das ist nix, Dirk, Schulterdach hoch, Ellbogen gerade, nochmal. Kann man so eine verkorkste Schlagtechnik haben, Alter? Wenn ich da nicht überhaupt Technik nenne, ey. Zweiter Ball hier. Ah! Den muss ich sichern, sagt er. Hast recht, Jürgen. Geh ran. Oh, warum ist meins dann noch zu? Oder was ist los? Kein Bier für mich heute. Was stänkert der da so um? Der fühlt den Druck bei dir und will sich gegenüber dem Kotrainer in Stellung bringen. Weil er Angst hat, dass du ihm seine Außenmarke wegnimmst. Das ist ein Geschehen. Kotrainer. Ich beobachte das. Wobei, nach dem Block von Jürgen bin ich halt eigentlich auch schon wieder auf der Bank. Jürgen, wie erklärst du dir deine grandiose Form momentan? Weiß ich nicht, aber Thomas Fredel hatten da auch schon mal so ein Erlebnis in der MEH. Brille ausgezogen, das ist es. Das stimmt wirklich, ne? Hab Brille ausgezogen, hat er wieder geblockt wie so ein Stier, Alter. Abschlussworte, Kurt Reiner? Ja, Donnerstag fällt Training für mich aus, leider. Deswegen freue ich mich umso mehr auf nächste Woche Dienstag. Hä, was war das denn für ein Abschlusswort? Nee, du kannst das auch mal inhaltlich jetzt mal ein bisschen ergründen. Och, inhaltlich. Florian, starkes Training, Kampfansage an Sören und Hegen? Ja, aber ich gehe jetzt zum Aufschlag nicht mehr, lieber rum. Habe ich beschlossen. Okay, Flo muss ans College. Wenn Robinson Aufschlaglegende. Trainingslager, let's go. Das ist gut, ey.